Es geht wieder weiter mit Bowser's Fury und der Jagd auf blaue Münzen. Wir hatten schon mal, ich habe die Mission echt ziemlich gefeiert. Und jetzt dürfen wir das Ganze tatsächlich auch in Bowser's Fury selbst machen. Das ist cool. Und ich hoffe, wir schaffen das, weil das sieht hier gar nicht mal so leicht aus. Aber wir haben den richtigen Weg gewählt. Au. Okay. Ja, okay. Man kann es anscheinend auch ohne Schlittschuh machen. RIP. Ist aber anscheinend kein bisschen gewollt, weil ich denke mal, ohne den Schlittschuh wird man da nichts machen können. Na gut, aber es gibt hier noch genug für uns zu tun. Und zwar einmal hier die Glasröhre, die wir gleich machen werden. Ich habe schon gesehen, wo sie hinführt, will es aber noch nicht verraten. Und hier die Wutblöcke, die wir zuerst machen, bevor wir mit Bowser's Fury beginnen, beziehungsweise bevor wir die Katzenglocke einsammeln, können wir auch zum Schluss machen. Ich meine, das ist dann wahrscheinlich auch ein guter Abschluss. Aber jetzt ist erstmal Schluss mit der Wut. Hau ab! Verliert er Leben dadurch? Weil ich glaube, beim letzten Mal hatte er noch ungefähr die Hälfte seines Lebens. Ja gut, dann wird er wahrscheinlich einfacher im Kampf sein, wenn wir die Glocke einsammeln. Aber das werden wir schon noch sehen. Ich denke, es wird uns auffallen, wenn er dann leichter zu bekämpfen sein wird. Aber jetzt müssen wir noch mal die Glasröhre hier benutzen. Denn wir wollen ja logischerweise die blauen Münzen einsammeln. Jagd auf blaue Münzen. Ja, komm, mach jetzt mal. Ja, okay. Ja, danke. Ja, und das wird nichts. Ach Mann. Ja, aber wenigstens muss man nicht lange warten. Und ich denke, man muss auch gar nicht diese... Hä? Ich weiß gerade nicht, was da passiert ist, aber... Anscheinend haben wir es nicht geschafft. Oh. Oh, hier sind die Stacheln. Kann man da auch... Ja, da kann man auch an der... Okay. Hat er sich gerade... Hat er mich gerade ausgelacht? Du Assi. Ach ja. Ja, komm, aber jetzt schaffen wir es. Ich will ja nicht den ganzen Part hier mit der... mit den blauen Münzen verschwenden. Sondern auch mal was anderes machen. Okay. Ja. Schon wieder nicht geschafft, ey. Das kann's doch nicht sein. Ich probier's mal kurz, wie schwer das Ganze hier ist. Okay, man wird immer zur Mitte hingedrückt. Ich dachte, das wäre schwerer. Ja, komm. Da habe ich aber auch meine Probleme mit diesen Dingen. Okay, wenigstens kriegen wir hier eine Katze. Eine Katzenglocke.
Mit der wird es einfacher sein, wieder zurückzukommen. Okay. Und er lacht uns tatsächlich aus, ey. Was ein Assi. Schon wieder Bowser's Fury. Ja, komm, so langsam nervt's aber auch hier, ne? Dass ich da drüber springe. Und dieser Cut mit der Fury ist tatsächlich echt clean. Und wir haben's. Alles klar. Ah, Moment, vertreibt ihn das auch? Ich glaube schon, ne? Und er kriegt tatsächlich was abgezogen. Da hat man es gerade gesehen. Da habe ich gerade drauf geachtet. Interessant. Aber bisschen schade, dass wir jetzt nicht den Kampf machen konnten. Aber nun gut. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Weil, wie gesagt, der Bowser-Kampf als Abschluss wäre auch sehr schön und ich hätte nicht immer zurücklaufen müssen. Ich dachte halt, die Glasrohre führt woanders hin. Und zwar dachte ich eigentlich, die führt da hinten auf die Insel. Also nicht direkt auf die Insel, aber da sind so Plattformen nebendran. Und ich dachte, man wird da hochgeschossen. Aber anscheinend eher weniger. Dann frage ich mich aber, wie man da oben drauf kommt. Da haben wir uns gerade gesehen. Ja, komm, raus hier. Da oben müssen wir hin. Kommt man da vielleicht über den Turm drüber? Da drauf? Dieser Leuchtturm hat einen erhellenden Tipp für dich. Du kannst den Wutstrahlen des Monsters entgehen, indem du hinter einem Objekt Schutz suchst. Ach ja, danke. Auf jeder Insel gibt es auch besondere Blöcke, die nur durch Wutstrahlen zerstört werden können. Versuche sie zu finden, wenn das Unheil zuschlägt. Vielleicht versteckt sich ja hinter ihnen etwas Nützliches. Ja gut, ich weiß, das steht da nicht, aber ich wollte jetzt nicht von neu vorlesen. Sorry. Okay. Schauen wir erstmal, was hier oben drin ist. Ein Pilz. Okay. Na gut. Aber jetzt ist immer noch die Frage, wie wir da oben drauf kommen. Vielleicht indem wir hier bei einer besonderen Stelle runterspringen? Vielleicht. Ich werde es mal kurz nachschauen. Ich denke zwar nicht. Ich denke zwar, dass man hier immer bei den Bäumen runtergeworfen wird. Aber einen Versuch kann nicht schaden. Gehen wir mal hier runter. Ja, okay. Man wird tatsächlich immer bei den Bäumen runtergeworfen. Und, oh Moment, hier ist die Katze. Die müssen wir nämlich auch noch abliefern. Das war hierhin. Logischerweise wieder zur Mutter, die ihr Kätzchen sucht. Oh.
Ja gut, es sind drei Kätzchen dieses Mal. Das habe ich nicht gesehen. Aber finde ich gut, dass das so ein bisschen erschwert wird. Dass es nicht immer nur eins ist, sondern dass man tatsächlich auch mal ein bisschen länger suchen muss. Und das nicht immer hinterhergeworfen bekommt. Schleudern. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich darüber schleudern. Also müssen jetzt nicht. Aber ich denke mal, so ist es gedacht. Ja gut, die anderen Kätzchen werden sich dann wahrscheinlich etwas weiter hinten befinden. Und sogar die Mutter wird böse. Was auch immer der getan hat oder gefressen hat oder was auch immer. Scheint echt eine sehr böse Magie oder Kraft, sagen wir besser, auszustrahlen. Ah, okay. Wollte gerade fragen, ob hier auch nochmal reingeladen wird. Da haben wir die Antwort. Oh, okay, und da sollten wir nicht reingehen. Okay, na gut. Und Bowser hat anscheinend wieder neue Tricks gelernt. Interessant. Moment mal. Ich würde gerne mal schauen, was hier passiert, wenn man hier raufklettert. Wahrscheinlich gar nichts. Nee. Kann man auch gar nicht wirklich. Und wir sollten uns mal besser verstecken davor. Ja, okay. Er setzt wieder zur Attacke an. Und die Katzenglocke ertönt wieder. Ich wollte gerade sagen, brauchen wir wahrscheinlich nicht. Aber doch. Noch ein klein wenig Leben hat er übrig. Und diesmal. Weichen wir vernünftig aus. Und auch bei seiner zweiten Attacke werden wir getroffen. Dann würde ich gerne mal schauen, ob wir noch eine Katzenglocke herauszögern können. Aber erstmal werden wir uns hier verstecken. Aber es ist auch ganz gut möglich, dass es nur einmal pro Fight noch eine Katzenglocke gibt. Nein! Tut's nicht. Aber er hat auch noch einen Hit übrig. Okay, dieses Mal schauen wir so. Alles klar. Okay, das ist eindeutig die bessere Lösung, um seinen Stacheln zu entgehen. Oh, und das war knapp. Oh, diese Grütze hier, ey. Wo ist er? Wo ist er? Okay, da hinten. Alles klar. Ja, komm, wir machen dich jetzt fertig. Und zwar mit der Katzensuit. Nice. Dann sehe ich auch endlich mal, was das bringt.
Oder ob das was bringt, die Katzensuit mit aus dem Fight zu nehmen. Vielleicht bringt das aber auch so ein Katzenglöckchen. Also diese Bronzeglocke, die es auch als Item gibt. Vielleicht kann die Katzenglocke, also diese Riesenglocke, einem Jahr diese Kräfte verleihen. Die Bronzeglocke einem normalerweise verleihen würde. Ich meine, man wird dann zur Katzenstadt. Das sieht nice aus. Ich meine, man wird dann zur Katzenstatue. Scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Wie Mario immer so richtig misstrauisch und komisch ihn anschaut, wenn er irgendwas von sich gibt. Ach, Menno, und ich dachte, er würde sich dieses Mal endlich zurückverwandeln. Ich meinte natürlich, war ja klar, dass er sich nicht zurückverwandelt. Schließlich wehrt niemand einen Angriff von Mario so mühelos ab wie mein Papa. Komm, wir müssen irgendwie diesen Wasserfall hinaufklettern und noch mehr Katzeninsignien finden. Okay. Alles klar. Da wurde aber richtig fett was von der Karte aufgedeckt. Und das scheint wohl auch die ganze Map zu sein. Also, wie ich schon vermutet habe, kein allzu großer Modus. Sondern ist halt echt nur so als netter kleiner Modus gedacht. Oh. Ich wollte gerade austesten, ob man sich in die Katzenstatue verwandelt. Und nein, tut man tatsächlich nicht. Sondern es ist echt nur eine normale Katzenglocke und nicht so ein Glöckchen wie hier. Hier. Das meine ich nämlich. Man verwandelt sich dann in so eine Katzenstatue und ist unbesiegbar, während man in dieser Statue drin ist. Okay, wir kriegen das Ding tatsächlich wieder. Finde ich gut. Dann haben wir das nämlich noch für später, für einen späteren Zeitpunkt. Für, ja, für Situationen, wo man es vielleicht eher braucht, als für so ein kleines Scherzchen oder für die Demonstration, besser gesagt. Ja, Inselpanorama. In der Tat. Sieht schön aus. Schleudern, aber wohin? Okay. Da scheint noch was zu sein. Eine Katzenglocke. Ganz allein im Wasser. Und Plessy ist hier. Gut. Danke. Weil ich würde jetzt ungern wieder zurückschwimmen müssen. Das wäre etwas ungeil. Und wir brauchen nur noch eine Münze, um ein neues Item zu kriegen. Ja gut. Dann würde ich sagen, erkunden wir beim nächsten Mal hier den Bereich noch zu Ende. Ich dachte eigentlich, das wäre zusammenhängend mit der Insel hier, aber das ist anscheinend, ja, das ist anscheinend nur so eine Bonusaufgabe, die man machen kann. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir diesen Bereich hier bis zum Schluss erkunden. Bis dann und ciao.